So, diesmal war ich schneller mit Plündern. Ha. Hast du nun davon? Hier wieder ein bisschen Fleisch reinhauen. Das wäre jetzt der Weg nach Osten. Kommst du denn mit? Ich glaube, der bleibt dann irgendwann stehen, oder? Wenn wir hier hochlaufen. Da wälzt sich irgendwas. Kyla? Eine Heldenkrone, dann können wir wieder Tränke machen. Sehr schön. So, dankeschön. Hey du, ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern, aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Ja, aber ich bin dann ganz froh, wenn ich einen dabei habe, der mit mir zusammen die Monster hier oben plättet. Ist hier oben etwa wieder so eine Aschebestie? Ich speichere mal. Oh. Ein Gemüsegarten. Und sonst erstmal nichts. So, Gemüsegarten. Wie sieht's aus? Ja, freut mich. Feigling. Aua. Dann komm nochmal raus. Zum Glück machen die jetzt nicht so viel Schaden. Ah, endlich mal wieder ein Level aufgestiegen. Dann können wir das ja, glaube ich, gleich mal in Schwertkampf investieren. So, der Gemüsegarten ist weg. Da könnten wir runterfallen, wenn wir wollen. Wir könnten aber auch außen vorbeigehen und wahrscheinlich nichts finden. Nur doch ein Grünblatt. Immerhin etwas. So, wenn wir jetzt da oben den Gürger finden sollten, werde ich halt nochmal neu laden und erstmal nach Norden gehen, weil ich will ihn so lange wie möglich dabei haben und so viel wie möglich Gegner mit ihm zusammenplätten. Wir kriegen halt die volle Erfahrungspunkte, auch wenn er die platt haut. Und ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel, aber zumindest kommt er mitgeklettert. Das ist doch auch schön. Risen ist eine Anti-Aggressionstherapie. War gewissermaßen. Ah. Okay. Ich sehe da unten gerade einen Ogre. Und von daher drehe ich nochmal um. Das machen wir später. Dann hüpfen wir jetzt erstmal runter, nehmen hier noch eine Heilwurzel mit, die ich übersehen habe, und die Kiste, die ich auch übersehen habe. Und nochmal von vorne. Volle Wurst. Ach, und nochmal. Zack. Na komm. Ist abgebrochen. Geschafft. Verklickt. Goldmünze, Schwert, bla bla bla. Was gab's eigentlich gerade bei dir zu essen? Frau Strangelove. Kann ich hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Dann gehen wir erst mal nach unten, nach Norden. Hüpf. Nochmal hüpf. Da haben wir nichts übersehen, das ist gut. Ah, Nudeln mit Spinatsoße. Lecker. Spinat könnte ich auch mal wieder machen. Wir haben noch ein paar Gnome hier. Das finde ich toll. Die Herren.
Ah, und hier haben wir noch eine Burg. Kommst du alleine? Oh. Na komm. Okay, der Rest kommt auch. Schön. Volle Häuptlinge. Erstmal hier mit Zeug rumschmeißen. Ach, der benutzt auch mal seinen Bogen. Sieh mal einer an. So, ein Häuptling wäre platt. Nächster Häuptling wäre platt. Aua. Schön synchron platt gehauen. Ah, die Schmetterlingsnudeln, alles klar, dann weiß ich, welche du meinst. Die sind ganz lecker, das stimmt. Ich muss sagen, das ist zu zweit hier deutlich entspannter mit dem Kämpfen. Ja, ist ja nur noch einer, glaube ich. Ey, wo willst denn du hin? Ach, der geht seine Kollegen holen. Komm. Friss Stahl. Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Gut. Zerlegt. Speichern. Plündern. Knüppel. Aus dem Sack. Der hat noch nicht mal Zeit gehabt, seine Waffe zu ziehen. Ich glaube, den haben wir auch zerlegt, bevor er überhaupt irgendwas machen konnte. Juhu, Werkzeugbeutel. Noch zwei Stück. Dann haben wir die Quest auch endlich fertig. Ich freue mich. So. Hier hat leider keiner einen Werkzeugbeutel dabei. Ärgerlich. Ich hatte gehofft, wir haben es jetzt hier, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Gnome finden. Ah ja, genau, wir haben ja da oben bei dem Ogre waren ja noch Gnome. Immerhin. Captain Mana-Pilz mitnehmen und nach oben gehen. Speichere ich mal. Ah, jetzt kommen wir eh wieder hier hin. Ich gehe gerade nochmal. Bin gleich wieder da. Also mit gleich meine ich so, keine Ahnung, ein paar Minuten. Wir gehen erstmal in die Ruine gucken. Ich glaube, da waren die beiden letzten Burgherren drin. Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Mhm. Ups, dann schauen wir doch mal. Es sind tatsächlich da drin noch Gnome drin. Okay, ich hatte jetzt eigentlich eher mit Skeletten gerechnet. Vielleicht kommen die Skelette ja später. Hi. Zwei Häuptlinge. Oh, ich sehe gerade, ich soll vielleicht nochmal einen Heiltrank schlucken. Und dann auf den Häuptling hier draufhauen. So, ja genau, heil dich mal, steh mir mal schön im Weg rum. Da sind tatsächlich noch mehr Gnome, dann plündern wir mal. Danke. Eine Truhe, dann würde ich sagen, wir werden uns einfach mal langsam nach vorne bearbeiten. Arbeiten, nach vorne arbeiten, so. Hey! Kleiner Gnome. Das stimmt. Nächster, bitte. Was denn? Nicht mal eine Münze? Ach, ich hasse die Viecher. Ja. Schade. Von oben nicht zuhauen.
Ah, ist richtig was los hier. So, ein bisschen Rundumschlag möchte ich gerne haben. Bist du der Letzte? Ja genau, baller mal drauf, das glaube ich gar nicht so schlecht. Komm. Der wirft mit Fischen. Macht man doch nicht. So, super, noch ein Werkzeugbeutel. Mal gucken, wo der ist. Hier schon mal nicht. Wenn der echt in dem verdammten Gnomer, der da runtergefallen ist, ich glaube, dann kotze ich. Diese Treppe hier gefällt mir gar nicht. Ja, ja, schon gut, ich habe verstanden. Ich meine ja nur. Geh ruhig weiter. Kommst du jetzt mit? Gut. Wer will mich füttern? Der Gnom? Ich glaube ja eher nicht. Mit dem Fisch? Hm. Sowas gehört sich doch nicht. So, mein Lieber, ich glaube, wir können hier unten ein paar Skelette zerlegen. Komm. Wo ich glaube, umschauen. Ah. Hm. Wer sagt's denn? Glück gehabt. Ring. Ring, Ring, Bananafon. Hier haben wir ein Regal. Das sieht mir doch nach einem Schalter aus. Ah, Forellen. Ja, es ist halt die Sache, ich mag keinen Fisch. Und daher wird mir das nicht viel gebracht, indem ich damit füttern möchte. Kann ich hier das Ding benutzen? Ja. So, genau. Jetzt geht nämlich hier das Regal zur Seite. Und wir haben ein paar Skelette. Mhm. Ich weiß auch nicht, also mit Bogen auf Skelette schießen ist auch immer so eine Sache, finde ich. Und er kann durch mich durchschießen. Na gut, dann mach mal. Dann schieß mal durch mich durch. Erledige den mal. Gut gemacht. Das lief gerade echt gut. Hm. Gold, 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 Gold. Das sieht nicht so gesund hier unten aus. Noch ein Gnom. Interessant. Wahrscheinlich hat der jetzt den letzten Beutel. Ich hätte hier unten nicht mehr mit Gnomen gerechnet. Aber gut. Schön. Irgendwas ist hier falsch. Das spüre ich. Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Gürger muss woanders sein. Hier haben wir nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Ja, später. Ich bin ja jetzt erstmal froh, dass du hier die Viecher mit mir zusammen plättest. Ja, genau, das ist halt dieser. Obwohl, es kommt ja, es ist ja nicht bei jedem Spiel so. Also bei einigen, also mir fällt es halt gerade Dings ein, DSA als Pen Paper. Da ist es halt so, dass du, wenn du mit dem Bogen auf ein Skelett schießt, du einen Abzug kriegst oder es erschwert ist, das Skelett zu treffen, was ja auch Sinn macht. Wie gesagt, so ein. Ein Pfeil auf ein Viech, das nur aus Knochen besteht, schießen, ist halt auch so eine Sache. Und ist logischerweise nicht so sinnvoll. Gut gemacht.
Eine Halskette? Nehme ich doch gerne mal an mich. Ja. Gold, Holzschild, bla. Warum eigentlich nicht? Okay, da haben wir wieder was zu tun. Der Dietrich ist. Dann halt nicht. Nochmal von vorn. Leck mich. Nochmal von vorn. Es gibt's doch nicht. Und nochmal von vorne. Echt jedes Mal falsch und ich kann es mir jetzt auch gerade nicht merken. Na also. Boah. Immerhin, das hat sich tatsächlich einigermaßen gelohnt da drin. Und wir kriegen wieder 10 Dietriche. Alles klar, es hat sich gelohnt. Ach, ich habe ja, stimmt, das habe ich ja auch noch. Das edle Schwert ist besser als das, was wir haben gerade. Und ist auch ein Einhandschwert. Super. Die anderen sind ja alles Zweihänder. Machen wir ein wenig mehr Schaden. Und vielleicht gefällt jetzt auch die Spitze etwas besser, Frau Strangelove, von der Waffe. Dann wäre ja allen geholfen. Ja, ja. Da ist ja noch eins. Ach, da ist sogar der Burgherr. Gut. Aua. So, ein weiterer Vasallenring. Fehlt noch einer. Wir können noch mal eine Runde plündern. Das ist gut. So, nachdem der Burgherr platt ist, nehmen wir noch mal hier alles mit. Ich kann es ja gleich draußen noch mal zeigen. Das Schwert, wenn es nicht so ganz so dunkel ist, vielleicht sieht man es dann besser. Aber dann hätten wir hier die Viecher auch ausgerottet. Das auch soweit erkundet, wie mir scheint. Das Schwert Sturmwind. Oder noch ein rostiges Schwertchen. Ich glaube, dann wird das ja auch so langsam hier mal. So, dann haben wir tatsächlich hier alles mitgenommen. Dann können wir uns jetzt mal dem Gürger widmen. Ah ja, genau, die Pfeile, die er verschossen hat. Finde ich schön, dass wir die aufsammeln können. Ach nee, Quatsch, da waren wir ja schon dran. Den Ring brauchen wir nicht mehr betätigen. Wir haben ja, glaube ich, hier alles, was wir wollten. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Ja. So, dann kannst du mal hier das Schwert begutachten. Ich glaube, von vorne kann ich mich nicht irgendwie... Nee. Aber wie gesagt, da ist die Spitze jetzt auch wirklich spitzer. Total spitz. Hier war ich auch noch nicht, sehe ich gerade. Hätte ich ja fast wieder was übersehen. Ach, und nochmal. Na toll. Nochmal von vorn. Zack, zack, zack. Okay. Abgebrochen.
zack, 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 zack. Wer sagt's denn? So, Knüppel, da, da, Nese, bla. Passt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was an Spiel vor uns, deswegen wäre blöd, wenn wir jetzt schon das perfekte Schwert finden würden. Schauen wir doch mal, was hier unten auf uns wartet. Wenn wir Glück haben, der letzte Burgherr mit dem Vasallenring. Dann haben wir die Quest nämlich auch mal abgefrühstückt. Hallo, die Ziege ist da. Hallo? Also wirklich gut intakt ist das hier nicht. Juhu, Ogerwurzel. Prima. Also ich finde, das sieht jetzt nicht besser aus als der andere Ecken, wo wir drin waren. No. Da geht's runter. Ja, ich war schneller. Das sieht gut aus. Hat jetzt wahrscheinlich das Schwertchen geschnappt. Was erwartet uns denn hier unten? Ich wundere, dass die Gnome und Skelette sich so gut miteinander verstehen. Ist ja auch, glaube ich, nicht so alltäglich. Mhm. Da! Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß. Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ist das doch schon der Gürger hier? Verdammt. Das ist doch nur ein normaler Gnom. Ja, das stimmt. Da hinten ist der Gürger, okay. Na, ich glaube, da muss ich den anderen Dings doch alleine platt machen. So, Häuptling, Gürger, Gnom. Wie gesagt, ich war der Meinung, dass hier hinten der... Ach, der rennt schon vor. Gut, dann renn halt vor. Dass der Ogre da oben der Gürger war. So kann man sich täuschen. Ja, das ist halt auch aber hier ein, keine Ahnung. Relativ dicker Ogre. Aber zu zweit geht er echt gut. Muss ich ja sagen. 1000 Erfahrungspunkte. Alter Fille. Und der hat die Kristallscheibe. Ohne Menge Geld. Nicht schlecht. Dann schaue ich mich erstmal noch hier unten um. Noch rennt er mir ja nach, der Kollege. Das heißt, Ogerkeule mitnehmen, Gnom plündern, endlich. Ha. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Nehmen wir hier nochmal alles mit, was wir können. Hauen dann oben den Ogre noch platt. Da, komm. Säbel, danke. Hier haben wir noch eine Tür. Mit einer Steinplatte. Und einem Kessel. Ja, immerhin. Küche plündern muss jetzt nicht gerade sein. Dann haben wir, glaube ich, hier alles fertig. Gut, gut. Ab nach oben. Ab nach draußen und den Ogre da noch plätten. Ja, hier haben wir nichts übersehen. Sicher ist sicher. Hüpf. 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 Ja, das bringt, glaube ich, hier echt nichts rauszuhüpfen.
Schwert können wir noch mitnehmen. Bringt ja zumindest ein bisschen was. Ein paar Pfennige. Den Pfeil ebenso. So, dann rennen wir mal, ich glaube hier, genau hier war das mit dem Oger. Rennen wir doch mal hier hoch. Die Herren. Kannst du mal schießen oder irgendwas? Oder mal irgendwie sonst eingreifen? Ja, gut. One-Shot. Sehr gut. Okay. Ich dachte gerade. Alter, für eine frisst der viel Schaden. Und teilt ordentlich aus. Aber gut, ist halt ein scheiß Ogre. Dann würde ich mal sagen, heilen. Danke. Waffe ziehen. Unterstützung wäre nett. Weg, weg. Kollege, mach mal bitte was für dein Geld. Ach, der plündert erstmal, der Trottel. Ach, du Vollhorst, ey.